weiter geht's. Wer den letzten Part nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Da habe ich die Basketball, da habe ich Bowser und Schleim richtig fertig gemacht. Und da hatte ich angekündigt, dass es heute mit Hockey weitergeht. Da machen wir auch ein Match. Und hier kommt es halt auch ein bisschen auf Kraft an. Deswegen nehme ich jetzt, also das hier sind die Allrounder. Das hier sind die Techniker, die halt so diese Dreh, das Drehgedöns, da was wir bei Basketball gesehen haben, machen sie halt noch ein bisschen schneller. Das hier sind die Kraftpakete, davon werde ich auch einen nehmen. Und ich nehme mal Bowser, weil er ziemlich dick und cool ist. Das hier sind die Wirbelwinde, die halt ziemliche Geschwindigkeit haben. Er zählt auch zu den Allroundern und hier ist halt ein Trickser. Das sind halt die Trickser, die haben halt so random, also haben immer mal was gut. Ich nehme Bowser und den Ninja, weil das mein Lieblings-Carry ist. Mache hier mal wieder auf den. Ja, wir spielen normal. Die Mario Arena. Wenn ihr den letzten Part nicht gesehen habt, da habe ich gefragt, welche Starter-Pokémon ich in Heartgold nehmen soll mit meinem Freund. Das werden wir abwechselnd jeden Part zu machen. Also wir werden halt, ich mache zum Beispiel den ersten Part, dann macht er alleine den zweiten Part, mache ich den dritten Part, er alleine den vierten Part. Schön mal scharf. Ja, genau. Und ich habe das ziemlich zum Schluss gesagt und ich frage mich jetzt nochmal, welche Starter-Pokémon soll ich in Heartgold nehmen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und wer Hockey sehen möchte, hat halt diese Frage auch gehabt, weil wir werden es jetzt auch ziemlich bald anfangen. Deswegen schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr es sehen wollt oder nicht. Also, ihr seht es so oder so. Ja genau, hier müsst ihr am Anfang, also ich schüttel immer und dann habt ihr halt hier auch den. Mit eigentlich ganz normal, mit A passt ihr, mit C wechselt ihr. Hier gibt es aber noch einen Special Shot. Ihr müsst Z gedrückt halten, bis er ihn aufgeladen hat. Da könnt ihr voll draufhauen. Der Torwart fliegt so gut wie meistens zurück. Das Coole in dem Spiel ist auch, ihr müsst nicht schütteln oder beim Basketball muss man ja A drücken, um den Gegner den Ball abzunehmen. Hier müsst ihr einfach nur von vorne gegenlaufen, dann fliegt er zurück, ihr habt den Ball. Ja, ihr könnt hier halt auch aufladen, aber das ist halt ziemlich schwer. Ja, was gibt es noch zu sagen? Er hat halt auch A, B, Special Move. Mit Schütteln, wenn man vom Tor ist, habt ihr vielleicht schon jetzt beide Male gesehen, ist so ein Pfeil vom Tor und den kann man dann halt auch mit dem Nunchuck steuern. Hier ist jetzt der Fall, ich halte ihn nach rechts, schüttel dann schießt er automatisch und dann kann ich ihn auch reinhauen. Und bei den Kraftpaketen fliegt der Torwart meistens zurück, wenn man diesen Special Shot macht. Und wenn ich das mit meinem Freund spiele, nimmt er sich meistens einen schnellen Charakter. Und dann, wenn der Torwart so nach hinten geflogen ist, dann nimmt er sich schnell den Ball und haut ihn rein. So. Also, alleine ist es ziemlich schwieriger. Ich hatte jetzt mal wieder voll Glück. Ich liebe diese Show, weil ich ziemlich Glück habe. Hier gibt es auch zwei Partien. Ah, der Special Move vom Ninja haben wir ihn ja gesehen. Jetzt seht ihr den mal vom Bowser. Also der ist jetzt nicht so toll, man kann halt ausweichen, bis der Feuerball kommt und sich dann vors Tor stellen. Der ist von Ninja schon ein bisschen besser. Hier ist es aber auch egal, wenn ihr jetzt sagt, so ja, ich schieße mal von weiter weg, kriegt vielleicht noch Punkte. Nein, ihr könnt euch genauso gut nach vorne stellen und von da aus ein Tor schießen, das gibt auch einen Punkt. Und hier gibt es halt auch wieder Münzen und Items, so wie alles gewohnt ist. Die Steuerung ist halt nur anders, man macht halt andere Aktionen, das werde ich euch jetzt nächstes Mal erklären. Bei den nächsten beiden Parts für Volleyball und Völkerball werde ich euch jetzt nicht mehr die Items und so erklären. Nur noch die Steuerung und okay, doch, ich erkläre alles so wie immer. Und ja, ihr seht schon, Hockey mache ich auch gerne. Ich habe im letzten Part zwar gesagt, dass ich es nicht so gerne spiele, alleine spiele ich es nicht so gerne. Also hoppala, zu zweit mache ich es tausendmal lieber. Weil da macht es viel mehr Spaß mit meinem Freund, wo wir auch eine coole Taktik haben und so. Und ja, deswegen spiele ich das mit meinem Freund lieber. Ja genau, wie schon gesagt, mit A passt man. Der Torwart ist halt auch nicht immer so der Beste, ne? Er kann auch abwehren, ja. Einige denken, der wehrt gar nicht ab, aber der kann auch abwehren. Und mit meinem Freund macht es dann halt auch viel mehr Spaß, weil man hier dann halt sich auch absprechen kann und sagen so, ja, ich mach mal einen Special Move, falls er nicht geht, stell dich mal nach vorne und so. Na, wärme ab. Oh, Mario hatte mich fast, aber er ist daneben gelaufen. Das ist halt auch ein Eishockey. Ist ja auch Eishockey, ist es halt ein bisschen schwieriger, da rutscht man halt auch. Und dann kann man zum Beispiel beim Ninja Special Move auch gerne mal schnell daneben laufen. Und hier treffen Items, also jetzt zum Beispiel der hier nicht immer. Jetzt hat er halt mal getroffen, aber
es kann halt auch den Torwart treffen. Und da man die Items meistens von weiter hinten machen, trifft es meistens den Torwart. Zum Beispiel halt, wenn man mit einem roten, ja seht ihr, das hat er auch mal abgewehrt, habe ich jetzt nochmal gemacht. Wenn die mit einer roten trifft, visiert er den, glaube ich, immer extra sogar an. Und mit einem grünen ist halt so mit dem Pfeil, mit einer Bombe fliegt halt voll zurück. Mit Mini-Pills wird er klein, das ist cool. Ihr müsst ihn einmal einen Shot mit Mini-Pills machen, dann wird er klein, dann kann er nichts mehr abwehren. Hier, der hier ist auch cool. Dann haut ihr ab, alle fliegen zurück, sogar der Torwart, und ihr könnt ihn dann ganz gechillt reinhauen. Also, das Spiel ist jetzt wirklich nicht so schwer, auch auf normal. Wenn ich Eishockey mal alleine spiele, dann mache ich das meistens auf schwer oder ich mache Sportsmix, weil da sind die Gegner angeblich auf Experten. Und dann hoffe ich halt, dass mal Hockey kommt. Cool, drin. Weil hier normal, das ist echt zu leicht, ich kann noch schon zwei Minuten, aber wir waren noch nie in meiner Hälfte, weil hier auch den Anstoß, den kriegen sie nie hin. Ich kann einfach schütteln, dann könnt ihr abpassen. Ach ja, gibt es auch eine Teamtaktik, dann lädt er seinen super Shot auf. Dann lädt er halt den hier so auf, mit dem könnt ihr halt auch treffen. Oh, scheiße, das war jetzt fast nicht. Ja, hier unten seht ihr halt auch immer, wenn der Puck gleich so für rot umgehen wird, jetzt hat halt der Gegner-Termin. Hier dann soll man den mal geben. Ja, der ist eindeutig drin, dann stellt ihr euch halt so vor das Tor und haut ihn einfach mit Schmackes rein. Ja, wie schon gesagt, wenn euch das letzte Show gefällt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde mit euch und meinem Freund. Oh, ja, auch der war jetzt nicht so dolle. Dann sag ich mal, let's play so. Also cool, das vielleicht kann man das jetzt nicht richtig, aber ja. Das wird auch bald vielleicht so ein Tipps und Tricks Video für NSMB 2, Supermarket 3D Land und so geben. Da habe ich halt schon vieles entdeckt. Ohne Internet sogar. Und ja, ist halt ziemlich geil und so. Und ja, schon 7 Minuten, aber die zweite Halbzeit hat noch nicht mal angefangen, oder? Noch 22 Sekunden. Das hier so lange. Eigentlich dauert das nur 3 Minuten. Ach so, weil ich durch die Tore schieße und so, ne? Dann hören wir mal ein bisschen auf mit Tore schießen, dann sage ich euch noch so ein bisschen zum Spiel. Ja, hier haben wir jetzt halt den Mini-Pilz. Entweder, so wie ich, haut man ihn rein. Oder wenn der Tor wieder abwehrt, wird er klein und kann nichts mehr abwehren. Ach so. Ja, mach mal hin. Der Part wird wieder ellenlang. Ja, okay. Jo, damit wird die erste Halbzeit auch geschafft. Ach ja, habt ihr auch gerade gesehen, auf dem Weg vom Supershot bis zum Tor, wenn sich da jemand entgegenstellt, wird er meistens so weggefegt. Und ja, 16-0. Und das ist halt hier auch nicht so, das, warte, was soll ich jetzt sagen? Ach, egal. Also habt ihr jetzt auch eben gesehen, in der Halbzeit dazwischen, hier... Ja, komm, mach mal hier Teamtaktik. Innerhalb dazwischen gibt es auch einige Tricks und Tipps. Also ihr könnt das halt immer mal so herausfinden. Ja, wenn man hier A-Spam macht er sowas. Aber ja, haben wir schon jetzt noch ein bisschen. Oh, verdammt. Und das Spiel ist schon wieder vorbei. Ja, was ich sagen wollte, wenn ich ein Tor schieße, ist es ja beim Basketball so, dann haben die Gegner den. Und hier, dann hat der Gegner ihn halt. Und ja, beim Basketball, ja, so, jetzt habe ich wieder den Faden. Beim Basketball ist es so, wenn ich einen Korb werfe, hat der Gegner ihn automatisch. Hier habe ich jetzt ein Tor geschossen und bei den normalen Gegnern habe ich ihn dann auch wieder automatisch. Ja, was gibt es eigentlich noch hier zu sagen? Eigentlich habe ich schon so gut wie alles gesagt. Ich kann ja nochmal sowas zum Spiel sagen. Ich glaube, das habe ich zwar schon im ersten Part gesagt, aber Nintendo Wi-Fi Connection. Wenn man das Turnier spielt, muss man 3 Spiele machen. Wenn man zum Beispiel beim Hockey jetzt den Pilzcup einmal durchgespielt hat und den dann nochmal spielt, kann man Geheimwege gehen. Da kann man sich halt den nächsten Charakter freischalten und. Und es gibt dann halt auch immer auf den Geheimwegen einen Party-Modus. Da muss man halt für jede Sportart ein eigenes Spiel machen. Die finde ich halt persönlich ziemlich scheiße. Und ich werde da so wahrscheinlich auch kein hier Let's Show machen. Vielleicht doch, weil ich kann hier auch nur noch 1 Stunde lang aufnehmen.
Und hier kommt noch ein bisschen was. Oh, verdammt. Bowser, gib mal her. Ja. Man kann sich hinterher auch immer verstecken und sagen, ja, hab keinen Bock mehr, ich gewinne sowieso. Was wollt ihr machen? Ich schieße jetzt nochmal aufs Tor. Ah, verdammt, hab ich hinauf. Ninja. Okay, oh, verdammt. Geh mal weg, Mario. Ja klar, jetzt kriegt der fette Affe ihn wieder, ne? Ich will das hier zu Null gewinnen. Verdammt. Also das Spiel ist richtig cool, wenn ihr ein Sportspiel haben wollt. Also okay, hier macht man jetzt richtig Sport und nimmt nicht ab, so wie man es beim Sport eigentlich so gewohnt ist. Aber es macht halt ziemlich viel Laune. Digga, wo ist der Puck? Ich will ihn haben. Oh, es war ja, man kann mit Items auch seinen eigenen Teampartner attacken, das ist ziemlich scheiße. Oh ja, das wollte ich auch nochmal zeigen. Hier hat man jetzt so eine Wühlerei, sag ich jetzt mal. Ist ja auch manchmal beim Eishockey so, dass sich die Spieler einfach nur schlagen und so. Und das ist hier halt auch, da müsst ihr wie Sau schütteln. Und hoffen, also um der Ball schüttelt, gewinnt. Und zum Beispiel, jetzt haben ich und Mario gewrestelt. Für mich sah es ganz gut aus, dass ich gewinne und wenn Donkey Kong dazu kommt, muss es mal wieder von neu machen. Und das ist halt ganz geil, wenn man 3 gegen 3 spielt und dann alle in der Wühlerei sind, weil das dauert manchmal sogar ziemlich lange, bis es dann da entschieden ist. Und ja, manchmal bis es entschieden ist und wenn dann einer gewinnt, dann wirklich kickt er einfach alle um, alle fallen zurück und er kann frei aufs Tor laufen. Das macht echt so Fun. Also Hockey ist ein cooles Spiel. Im nächsten Part sehen wir dann Völkerball, weil hier, das hier ist jetzt ja auch schon wieder zu ändern drin ist. Diese Halbzeit ist jetzt auch vorbei. Das Video geht jetzt auch schon 12 Minuten. Und schreibt also bitte in die Kommentare, was für ein Starter wir in Hardcore nehmen sollen. Bis dann. Und ja.